Hinter der 22. Tür des Adventskalenders verbergen sich die Utility Types von TypeScript. Die Utility Types in TypeScript bieten eine schöne Möglichkeit, die bestehenden Interfaces an die jeweiligen Ansprüche anzupassen. Zum Beispiel haben wir hier den Utility Type Partial. Ich habe ein Interface To Do mit einem Property Titel und Description und in der Update To Do Methode möchte ich lediglich einige Felder von dem To Do Model aktualisieren. Deswegen verwende ich hier Partial To Do. Und wir sehen hier in der Konstante ToDo2 wird die Update-ToDo-Methode aufgerufen und wir aktualisieren lediglich die Description. Der TypeScript-Compiler meldet keinen Fehler, weil durch die Utility-Type-Methode Partial geben wir an, dass wir nur bestimmte Teile von dem ToDo-Interface aktualisieren möchten. Es gibt allerdings nicht nur Partial, sondern ich glaube der Klassiker dürfte Read-Only sein und auch der bekannteste. Es gibt zum Beispiel auch noch Pick. Der Utility-Type Pick bietet die Möglichkeit, bestimmte Properties auszuwählen, die dann in einem neuen Type verwendet werden können. Das heißt, hier im To-Do-Preview wird zum Beispiel nur Titel und Complete aus dem To-Do-Interface in einen neuen Type übertragen. Die Utility-Types bieten eine schöne Möglichkeit, wie gesagt, die bestehenden Interfaces wiederzuverwenden, anzupassen und sind auf jeden Fall einen Blick wert. Die Flexibilität der Utility Types in TypeScript bietet die Möglichkeit, die Models individuell immer wieder anzupassen. Viel Spaß beim Ausprobieren!